Hallo Leute. Hey Leute. Chris hat mich schon so motiviert, muss ich sagen, gell? Oh. Ich wette, ich schnipp mindestens 6 Mal in diesem Bart. Mach mal ein Countdown, okay? Mal schauen. Vielleicht wird es ja gar nicht so übel. Wer weiß. Ich finde nett, dass sich verbeugt. Ich bin gespannt, ob der Kleine dich in Ruhe lässt. Also wenn er sich schon so verbeugt hat. Oh, aber ab dem Punkt läuft schon stark. Au. Naja, natürlich. Ja, ja. Ja? Ja, okay, es geht eigentlich. Jetzt muss ich gegen die gekämpft haben, mit dem Kameramann. Schau mal, ob ich hier eine Wand öffnen mal ist oder so. So muss es. Sieht nicht so aus. Okay. Dann vielleicht unter der Treppe wahrscheinlich dann. War es wahrscheinlich gar nicht gemeint. Oh, die Typen sind nett. Achso, der kackt mich gar nicht an. What? Null. What? Okay. Er lässt mich in Frieden. What? Alter. Ah. Ah, krass. Crazy shit. Crazy shit, Alter. Das gefällt mir, Mann. okay. Das finde ich ja geil. What? Mann, der da oben ist das genau dasselbe, gell? Der will sich bewegen. Der lässt mich auch in Ruhe. Oh. Die lassen mich alle in Ruhe, oder was? Okay. Sozial, Alter. Das war ja nicht. Das ist nur ein Spaß, Alter. Das war jetzt übel. Die lassen mich alle in Ruhe. Nice. Okay, aber auch ein New Game Wissen, ich bin ja lebendig. Aber drück trotzdem gut haben. Und sind schnell. Nummer 1. Also meine Tipps sind, gell? Entweder, also sie greifen nicht an, wenn du das Drachen eingeklaut hast, dann ist Party. Oder wenn du Drachen angegriffen hast. Lass uns mal drauf ankommen, ne? Mhm. Nett. Lass mich einfach in Ruhe. Bin ich voll sozial? Übel. Aber der obere Typ mit der Keule, der regt mich mehr auf. Ja, das hab ich schon gemerkt. Der ist richtig nervig. Der geht auch viel zu stark auf meine Ausdauer. Mhm. Der ist hier cool. Ja. Oh. 2500 Seelen ist halt schon nice. Das ist eine coole Farmstelle. Digga, wir haben's verstanden, Mann. Ja, ist okay. Das ist okay, Mann. Also, bei dem kannst du auch nur Modus machen. Du stellst dich zwischen die Säule und schießt raus. Das würde auch noch funktionieren. Alter, was ist das für ein Problem? Ich kann nicht irgendwann mal in der Ausdauerhalle gehen. Bei dem Typ leider nicht. Der Typ ist so krass drauf. Ja. Nein, geh den anderen Weg, das ist besser. Hier. Ja, geh erstmal den Weg. Oh, was soll das? Weil die mal so angreifen würden. Das ist kein typisches Verhalten, was die gerade machen. Ach so. Deswegen backen die immer so rum, weil die auf dich zustürmen wollen. Aber dann irgendwie glaub, wahrscheinlich vom Code verhindert wird. Hm. Weil das kein typisches Muster von denen ist. Hier oben standen wir jetzt auch noch so ein Ritter. Okay.
kriege ich auch wieder hergeworfen gerade. Mhm. Und so einen großen Ritter haben sie weggemacht. Ach, das ist schon irgendwie creepy. Alter, sah gerade so aus, als wäre ein Pfeil hier weg. Okay. Aber die hat doch vorher auch gesagt, wenn wir die Tun da einbauen müssen. Hm. Ja, okay, dann wollen wir mal Tun da einbauen, aber. Ich kenn's halt ein bisschen anders. Ah, hier ist nur noch einer. Okay. Ja, hier kamen auch immer zwei Ritter. Der mit dem Schwert und der mit der Keule nochmal. Dieses. Ja, muss sein bei der Tür. Nummer 2. Das Recht und Ring des Bindens wieder anziehen. Jo. Zählt eigentlich der Drache beim Countdown mit? Der alte Drache. Ja, ja, der zählt mit. Okay, nice. Sehr geil. 6-mal. Ich werde mit dir 6-mal freckig ein bisschen machen. 2 haben wir schon. Mhm. Welche mache ich weg? Den Klingenring will ich eigentlich weg tun. Ich mache einen Lebensring weg. Ich meine den aus dem Seelenring, ja. Boah, das pisst mich jetzt schon. Das ist so ein elender Wasser. Ein elender Wasser, Mann. Ein elender Wasser. Na, muck dir, hä? Muck dir. Ja, muck dir, hä? Ja, greif nochmal an. Greif nochmal an? Nee. Genieß das jetzt erstmal. Ja, aber auch wenn sie sich alle angreifen. Das ist mir klar, ne? Hat er mit dem Mocht dann jetzt? Nummer 3. Bei dem kannst du auch ja vorbeirennen, gell? Ich glaube, das werde ich jetzt auch können. Wenn du die Säulen reinrennst, oben die Treppe hoch und herunter springst, dann kannst du vorbeirennen ohne Probleme. Das ist auch ein nettes Schwert, das Dunkel Rift. Ja. Da siehst du die Klinge nicht. Das sieht stylisch aus. Das ist ein Katana. Und den kannst du auch vorbeirennen. What? Ah, wenn ich die nicht töte, jo, rennen sie mir hinterher. Mhm. Also ist das so eine Art Prüfung. Mhm. Ach du Scheiße. Wer soll mit sowas rechnen? Ich will meine sehen. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich will meine sehen. Mhm. Nicht durchrennen. Ja, jetzt ist die Sache geklärt. Mhm. Ein Rätsel weniger. Okay. Das sind Prüfungen. Und wenn ich durchrenne, dann töten sie mich. Interessant. Interessant. Mhm. Gott, ich muss dann echt jedes Mal diese Bastarde töten. Boah, was ist das Scheiße. Das kennen sie nicht. Das geht. Warum nicht? Ja, das ist echt so. Das kennt ihr nicht mehr hoffentlich aus. Interessant. Boah, das heißt echt, ich muss jedes Mal diesen Bastard hier töten. Das ist doch krass. Einfach nicht sterben. Was ist denn Bastard? Ich mag den aber nicht. Nee, naja.
damit auf jeden Fall. Oh Mann! Warte mal auf! Wie weit kommt er? Komm, Dude, töte ihn! Ich hatte gerade echt Schiss drauf. Wow, warte. Ah, im Bogen sieht doch hier aus. Na, komm doch! Durchrasen, das ist. Achso, jetzt kann ich eingehen auf die Treppen. Ja, genau. Geh mal links lang. Tür gehen wir später rein. Links, links, weiter links, weiter links. Weiter links. Da über die Brücke. Okay. Und da runterspringen. Lass mich raten, hier ist auch nur eine Wand. Nee, hier nicht. Okay. Hab beinahe schon damit gerechnet eigentlich. Oh. Mhm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Dude. Dude, komm her. Und da ist nicht ganz so nervig wie der mit der Keule. Echt? Da geht noch. Oh. Oh. Hat halt eine Breite auf dem Kopf. Mhm. Nein, Dude, ich will wieder rein. Pass auf, der trägt die pure Hole rein, welche. Wahrscheinlich hat er seinen Block losgelassen. Aber ich ziehe auch so viel ab, mir auch wenn das Block. Ich glaube, die sind Schwächen von denen, ist Magie-Schaden. Weil der Bogen macht Magie-Schaden. Nett. Ah, ja. Dritter Drachenring, yeah. Moritz. Kommt von oben. Läuft er auch um den Kreis oder? Ja, der läuft ja. Wenn er überhaupt kommt. Ich glaube, wir müssen erst pullen, dass er runterläuft. Ja. Oben ist ein Raum, wenn er jetzt auch gut gegen kämpfen. Na, ah, hier. Mhm, er wartet ja sogar. Natürlich. Das Rache, nein. Jo. Muss ich das nehmen jetzt? Ja, schon. Muss ich? Man sollte schon nehmen. Auch fürs Covenant, für den Erfolg noch. Okay. Nicht, dass die jetzt doch an der Hand losgehen. Nein, ich glaube nicht. Hm, verstanden, das etwas. Mhm. Wo jetzt hin da? Da draußen. Muss schau mal, wo du runterspringen kannst. Genau da auf die. Das ist doch mal eine Kiste. Achso, dann bin ich wieder hier. Genau.
Drachenring kann ich schon ausrüsten. Gegen den zweiten? Ja. Okay. Nicht schlecht. Hm. Ich habe euer Ei. Na? Ja. Ich habe jetzt schon nur noch zwei Estos verkauft. Kommt jetzt schon der Boss? Nein, nein. Der Camp, der ist auch kein Boss an sich. Achso. Das ist optionaler Boss. Heißt, der kämpft nicht von selbst gegen dich. Wie Wendrick. Oh. Okay. Interessant. Lass mich raten. Die ganzen Soldaten waren vorher nicht. Nö. Bei mir sind zwei, vier, glaube ich, Kampfelefanten. Und zwei von den Typen, wo gegen mich kämpfen. Okay, die bücken sich alle nur. Mhm. Das heißt, ich muss den hier. Ja. Das selbst ein Pfeilbogen? Nee, der zwei Schwerter. Oh. Du, das ist geil. Komm, ich backstamp den noch einmal und dann kann ich mich heilen. What? Okay, er hat mich noch erwischt. Na, ist sie flink. Schluck. Die Treppe ist ein bisschen langweilig geworden. Wenn nur ein Gegner ist. Alter! Das macht einen voll nervös. Oh ja. Kämpft der gegen mich? Ich glaube auch nicht, ne. Die lassen einen echt in Ruhe. Mhm. Ah, da sind wir beim Drachen. Genau. Okay. Der ist an sich friendly. Aber du hast gegen ihn gekämpft? Ja. Muss ich gegen ihn kämpfen? Musst du nicht. Aber du hast. Ich würde es machen, ja. Du kriegst auch eine Riesenseele von ihnen. Also. Die brauchst du nicht. Also. Ab drei Riesenseelen ist, glaube ich, machbar. Mhm. Ab vier geht's. Und ab fünf ist eigentlich relativ easy. Also, das ist sehr gut machbar. Wendrick. Weißt du, was jetzt das kleine Problem ist? Ich habe keinen Estos-Flakon mehr. Mhm. Du kannst auch später gegen kämpfen gehen. Mhm. Komm, wenn wir schon hier sind. Warte mal, ich tu mal kurz die Feder wegrüsten. Einfach mal. Mhm. 19.000 Seelen, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich die verliere. Zudem, ich muss ja nicht gleich wieder hierher kommen. Ja, klar. Okay. Muss ich am besten machen? Hier? Egal wo, kannst du überall angreifen. Fisch. Zerstör schnell fürs Ball.
hechtelt. Ohne Schild geht. Ohne Schild kann man vergessen. Ja. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass ein Flammen Feuerspuck mehr Schaden macht. Auch so. Vielleicht weil du am Rand warst. Also. Irgendwie so außer Ding, Flammen und das macht er ja echt nichts, gell? Ne, der hat nicht so viel Angriff. Angriffsmuster. Und du warst gut dabei? So ein Dreck. Aber wie gesagt, ich hab echt in Erinnerung, gell? Dass der Feuerattacke mehr Schaden macht. Und zwar fast mein gesamtes Leben. Hm. Okay, und jetzt? Kann ich den Part eh beenden? Kannst du. Okay, Leute, das war's. Tschüss. Ciao.